Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Retired for Gaming, Just Two Laps. So, es gibt heute kleine Änderungen im Format. Ihr seht jetzt am Anfang immer mal ganz kurz im Showroom das Auto mit dem Erfahren. Das ist heute der schöne Mercedes aus alte DTM, also klassische DTM. Der Mercedes, der 190e 2516 Evo 2 DTM. Und das ist ein absolut fantastisches Auto mit einer tollen Lackierung, die ich mir hier rausgesucht habe. Dankeschön nochmal an die Jungs, die das alles machen bei Race Department. Wenn ihr Interesse habt, ladet es euch auch runter und mit den schönen Bildern springen wir gleich weiter. Es gibt noch eine kleine Neuerung, werden wir auch gleich sehen. So, und zwar, wir machen jetzt zu Beginn vom Rennen mal einen kleinen Drohnenflug über das Starterfeld. In dem Fall hier ein kleiner Rundblick über das Motodrom in Hockenheim. Wir fliegen mal ein bisschen hoch, gucken mal außen rum, die tolle Tribüne hier, ganz tolles Bild. Ja, Hockenheim, ja, kann man sagen, schon Hausstrecke. Ich wohne nur ein paar Kilometer entfernt hier in Hockenheim und wir werfen mal einen Blick drüber. Das ist die klassische Variante von 1988. Und ja, ich habe den Eindruck, es ruckelt manchmal ein kleines bisschen in der Drohnenkamera. Deswegen ist jetzt mal ein Video, wo ich das Ganze mal ausprobiere und wird mal sehen, wie es ankommt, ob es euch gefällt oder nicht. Und so, fliegen jetzt mal durch. Gehen wir durch die Startaufstellung, fliegen wir oben drüber noch und damit soll es jetzt auch erstmal gut sein. Wie gesagt, ist nur ein bisschen Experiment das Ganze. Ich fand es aber ganz interessant und schauen wir mal, wie es euch gefällt. Wie gesagt, eure Kommentare sind ja immer willkommen. Ich finde, es ist ein kleines bisschen ruckelig, das Ganze mit der Drohne-Ansicht liegt eigentlich nicht wahrscheinlich an der Grafikkarte. Puh, muss man mal sehen. Vielleicht finde ich auch noch was raus, wie ich das noch ein bisschen verbessern kann. Also, dann würde ich mal sagen, wir legen wie üblich los, gleich mit dem Renner. Ja, wie schon gesagt, wir sind hier auf der Kurzanbindung Hockenheim im klassischen DTM-Auto. Quasi meine Hausstrecke. Es fängt hier ein bisschen an zu regnen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Eieiei. Sind wir jetzt beim Live-Wetter oder was? Ich habe mir extra ein bisschen ein Setup. Jetzt muss ich Scheibenwischer einschalten. Wenn sie sich lassen, eben geht's. Ich habe noch gedacht, Hockenheim, meine Hausstrecke. Ich habe mir extra Setup ein bisschen angepasst. Da könnte ich nur Erster werden. Weil da kenne ich mich schon ein bisschen aus. Aber die fahren wieder wie die Spitzbuben da. Naja, man sieht, die Kurzanbindung ist ja nicht lang. Zwei Runden sind wir gleich durch. Ist mal wieder klasse, die Sonne scheint und es regnet dabei. Ja, typisches Wetter. Kann hier öfter mal passieren, aber da drückt es mich schon fast aus. Naja, ich habe noch die Slicks drauf, ich habe die Slicks drauf, ihr liebe Leute. Und jetzt fängt es an zu regnen. Es gibt eine heiße Geschichte hier, da waren es bloß zwei Runden sind, aber klasse. Die Autos hier müsst ihr euch einfach angucken. Das ist der helle Wahnsinn. Die Sonne scheint und es regnet. Das gibt es nur hier bei mir, gibt es nur bei Automobilista 2. Und ich tanke mich nur ein bisschen durchs Feld durch. Und so hat man in der zweiten Runde noch ein bisschen was reisen können für uns. Das schöne Berlin 2000. Mercedes. Ei, hoppala, da quetschen wir uns noch innen drauf vorbei. Erlaubt, da vorne nehmen wir noch ein paar mit. Hockenheim ist so ein richtig schöner Questor, wo ich schon früher selber oft gefahren. Ja, wir haben früher mal ein paar TÜV-Abnahmen gemacht und so Geschichte. Und es macht immer wieder Spaß in Hockenheim. Das Motodrom ist einfach einmalig, da gibt es nichts, die Atmosphäre. Wenn ihr noch nicht dort wart, gut, dass ihr mal ein Renner findet oder auch bei den Nitro Olympics oder sonst irgendeine Veranstaltung. Sind ja oft genug Klassikveranstaltungen hier in Hockenheim. Kommt einfach mal vorbei, kommt ins Motodrom. Ist der Wahnsinn, ist einfach ein riesen Spaß hier. So, mal gucken, ob wir uns da noch vorbeiquetschen können. Naja, natürlich geht es. Die Kurzabbindung das, wird ja immer gern gefahren bei Touristenfahrten. Hat man die ja immer ganz gern früher schon gemacht, die Kurzabbindung. So, da quetschen wir uns ihn noch durch. Die Sachskurve, wie es damals noch Käse hat. Obala, noch ein bisschen in die Abgabe. Das wird knapp mit unserem ersten Platz. Da muss ich mich böse anstrengen, aber nichts ist unmöglich. Nicht Toyota, sondern Mercedes in dem Fall. Nichts ist unmöglich mit dem Evo 2. Letzte Kurve. Ja, und da ziehen wir noch innen durch.
Ah, den schaffen wir nicht mehr, ganze Diebels werden uns noch abgezogen. Verstehen wir es noch geschafft. Wieder klasse Rennen hier in Hockenheim. So, zack, gehen wir da runter in unsere Ameisenperspektive. Wir fahren durch die Pfütze, weil ich weiß da gar nicht, wo der Regen herkommt. Ist da oben, ist das schönste Wetter. Und die Strecke ist noch ein bisschen nass. Hat aber wieder einen riesen Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei wart. Das Ganze sehen wir natürlich auch gleich nochmal kurz in der Wiederholung. Während wir uns hier den Diebel so hinwärts ist halt langsam trocken. Das war anscheinend noch der Rest von dem Gewitterguss oder von dem Regenguss. Ah, guckt es euch an, das ist fantastisch hier. Hinter dem Feuer gerade rauskommt aus dem Auspuff, die alte DDM-Autos hier, der helle Wahnsinn. Und früher, das war so schön, die ganze Boxergasse noch offen zugänglich. Da waren all die Irrwala, da gibt es immer der schöne BMW. Die ganzen Fahrer, die Eliloa, der Rosberg, der Quer-Team, der Roland Asch, mit denen er Stall nicht mal kurz innehalten können. Die Hand schütteln, das war noch Zeit hier, das war echt krass gewesen. So, und mit den schönen Bildern, zack, springen wir mal kurz noch in die Wiederholung rein. Und schauen uns die Wiederholung noch schneller mit dem interessanten Wetter hier. Mit ein bisschen nasser Strecke. Was macht denn jetzt? So, jetzt hat... Ja, guckt sich an. Die Autos hier, der helle Wahnsinn ist das. Hat einfach einen riesen Spaß. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und interessiert mich auch, was ihr davon haltet, am Anfang mal das Auto zu sehen und die Strecke mal so einen kleinen Überblick im Drohnenflug und die Startaufstellung. War jetzt echt mal ein Test gewesen. Ich werde mal sehen, wie es ankommt, ob ich es weiter drin lasse oder das kann ich auch sagen. Okay, nee, bisher war es besser. Bin gespannt auf eure Meinung und freut mich, dass ihr dabei wart. Freut mich auch wieder über euren Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Über eure Kritik und Anregungen freue ich mich natürlich auch. Und wenn ihr den Kanal abonniert, freue ich mich noch viel mehr. Und auch wenn ihr wieder dabei seid bei Retired for Gaming, das nächste Mal beim nächsten Video, wenn es wieder heißt Welcome back to Retired for Gaming, Just Two Laps. Just Two Laps wie immer in 4K, in 60 FPS, in maximaler Detailstufe, Automobilista 2, Race from Racing Experience, Factor 2, Assetto Corsa Competizione. Bis dann, macht's gut, ciao.